So ein Auto, meine Damen und Herren, ist eine feine Sache, das wissen Sie bestimmt alle. Man kann sich sicherlich auch ein Auto problemlos anschaffen. Nur wenn man es erstmal angeschafft hat, dann geht's los mit dem Papierkram. Zum Auto gehören nämlich bestimmte Dokumente. Normalerweise ist das die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Früher hießen die Kfz-Schein und Kfz-Brief. Dann gibt es noch, oder gab es noch, muss man schon fast sagen, das sogenannte Service-Check-Heft. Und das ist, insbesondere wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, von elementarer Bedeutung, denn man möchte ja wissen, was man da kauft. Also die Katze im Sack ist im Automobilgeschäft nicht so gern gesehen, denn das könnte unter Umständen teuer werden. Und deswegen wird die Lebensgeschichte eines Autos dokumentiert in Form eines Scheckheftes. So sagt man jedenfalls. Was man aber auch hört und sieht, ist, dass in diesem Zusammenhang gerne auch mal ein bisschen getrickst wird. Ja, da stehen dann Zahlen auf dem Tacho, die sich nicht ohne weiteres mit Unterlagen belegen lassen. Und wenn da Fragen auftauchen, insbesondere wenn es um gebrauchte Autos geht, dann kommt Wolfram Stein ins Gespräch. Der sitzt hier neben mir und der ist, kann man fast sagen, der Erfinder oder jedenfalls Realisator eines Produktes, was CarPass heißt. CarPass, wenn man es übersetzt, heißt Autoausweis. Ja, und was kann denn so ein CarPass mehr als die Dokumente, die der Gesetzgeber bislang mit Autos in Verbindung bringt? Unsere Überlegung, einen CarPass zu entwickeln, was wir in den letzten 10 Jahren sehr erfolgreich gemacht haben, geht dahin, dass wir sagen, okay, wir müssen einen Datenausweis für Fahrzeuge haben, um darauf aufbauend alle Dokumente, wie Sie sie gerade geschildert haben, das Serviceheft, Zulassungsbescheinigung Teil 1, Teil 2, aber auch, was ja von großem Interesse ist für Leute, die ein Fahrzeug erwerben wollen, Dokumente aus der Wartung, Service und Reparaturhistorie eines Fahrzeugs, dass man die auch quasi sehr einfach im Zugriff erhält. Bislang war das ja so, wenn man ein älteres gebrauchtes Auto kauft oder möglicherweise sogar ein Liebhaberauto, die ja schon längst aus Garantie und Gewährleistung raus waren und eben deswegen auch nicht mehr beim Vertragshändler mit dem Scheckheft gepflegt wurden, dass die dann mehr oder weniger dicke Aktenordner mitverkauft haben, in denen dann eben die Wartungshistorie des Autos belegt ist. Also da konnte man dann sehen, wann das letzte Mal der Zahnring gewechselt wurde, ob irgendwann mal ein Unfallschaden repariert wurde, etc. etc. Also all das, was am Auto durch Fachleute verändert wurde gegenüber dem Serienzustand, eben dokumentiert. Das kann unhandlich werden. Das kann nicht nur unhandlich werden, das kann auch verloren gehen. Verbrennen. Das kann auch vielleicht mal irgendwie nicht ordentlich abgeheftet werden, dann fehlt irgendetwas. Aber es gibt ja, wir leben ja am Anfang des dritten Jahrtausends, es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten. Alle Menschen benutzen ein Smartphone, das war vor 10 Jahren noch undenkbar. Und heutzutage ist das völlig gegeben, der Normalzustand. Das heißt, ich kann digital, das ist unser Anliegen, auf all die Informationen zu einem Fahrzeug zugreifen. Das Einzige, was natürlich das Hauptkriterium ist, ist die Berücksichtigung des Datenschutzes. Weil die ganzen Datenquellen einerseits abzugreifen, bedeutet, dass man die, die Einwilligung desjenigen hat, der die Datenhoheit inne hat. Und das ist in Deutschland nach dem Datenschutzgesetz der eingetragene Fahrzeughalter in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2. Aber wo liegt ja das Problem? Wenn ich jetzt so ein Auto habe und sage, ich dokumentiere alles, was mit dem Auto zusammenhängt, elektronisch, also mache Scans oder mache Fotos und lade das meinetwegen in eine Cloud oder speichere das auf einer CD oder auf einer Festplatte oder auf einem Stick, da wird doch der Datenschutz zunächst mal, weil es ja mein Auto ist und mein Equipment und meine Festplatte gar nicht berührt. Das ist in dieser Variante, wie Sie das jetzt geschildert haben, sicherlich richtig. Das wird auch zum Teil schon von vielen Leuten gemacht, die halt ihre Dokumente eben digitalisieren wollen. Das Problem heutzutage ist nur, Sie haben es gerade selber angesprochen, Autos sind nach circa 3 bis 4 Jahren vielleicht nicht mehr in der Herstellerwerkstatt, sondern in der freien Werkstatt, weil die machen ja auch ihren Job. Die haben natürlich auch Systeme, in denen Daten und Informationen zu den Fahrzeugen abgelegt sind. Dann haben wir die Prüfgesellschaften, die sind auch wieder nicht unbedingt mit den Herstellern oder in den freien Werkstätten verbandelt. Das heißt, es gibt eine hohe Zahl an
sehr validen Informationsquellen. Die aber von verschiedenen Leuten erstellt werden. Also die Datensätze. Von verschiedenen, genau, ja. Das ist das. Das heißt, wenn man den Anspruch auf Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit hat, und den haben wir oder den stellen wir uns dann mit unserem Produkt, da muss man halt alle Datenquellen anzapfen. Das heißt also, wenn ich jetzt so ein Auto habe und das vollumfänglich dokumentiert haben will, dann müsste ich eigentlich meinen Stick immer demjenigen, der gerade an dem Auto dran ist, geben und sagen, und das, was du machst, schreibst du hier rein. Das wäre in der Theorie so möglich, wenn das derjenige, dem sie den Stick geben, auch machen würde. Aha. Jetzt haben wir aber im Grunde genommen einen, stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, vielleicht VHS-Kassetten oder Videokassetten. Da gab es 3 verschiedene oder 4 verschiedene Formate und durchgesetzt hat sich letztendlich eins. Okay, VHS gab es, so, dann gab es Video 2000, Betamax und irgendwas. Genau, das war ein heftiger Kampf. Das war ein heftiger Kampf und übrigens das beste System hat nicht gewonnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, es geht einfach so, es gibt so unzählig viele Datenformate und Quellen, wo Informationen liegen können. Da haben Sie gar nicht die Möglichkeit, den Zugriff darauf zu erhalten. Hinzu kommt, dass Ihnen manche auch gar nicht den Zugriff gewähren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, interessiert es mich ja, wie viel Vorhalte hatte dieses Auto schon. Das kann man einigermaßen anhand der Fahrzeugdokumente nachvollziehen, wenn die denn stimmen und wenn sie vorhanden sind. Und wenn Sie die alle haben. Und wenn man die alle, sage ich, wenn und sie vorhanden sind. Früher konnten Sie in Fahrzeugbrief, da hieß er früher, nachgucken, da waren bis zu 5, glaube ich, oder 4 eingetragen. 6 konnte man eintragen. Okay. Und dann gab es 9. Ne? Ja, und dann gab es 9 und da können Sie es nicht mehr. Im Grunde genommen, rein theoretisch, besteht die Möglichkeit, heutzutage, Sie kaufen ein Auto und kennen, wenn überhaupt, nur den Vorbesitzer. Einen Vorbesitzer. Den, genau, von dem sie es gekauft haben, genau, erworben haben. Und wenn ich jetzt aber gerne wissen will, was war denn mal vor 10 Jahren, da ist dann laut Unterlagen mal ein Motor reingekommen, zu dem man aber der, der es verkauft, nicht sagen kann, dann wäre es natürlich toll, man könnte in der Akte des Autos nachschlagen und sagen, ah, der das Motor. Das ist natürlich der Idealzustand, ja. Da muss ich Ihnen aber leider sagen, der ist aufgrund der aktuellen Datenschutzgesetze und des Verbraucherschutzes so nicht zu realisieren, weil Sie müssten von allen, wenn Sie das elektronisch machen wollten, die Daten zusammenführen, müssten Sie von allen Vorbesitzern das Einverständnis und die Erlaubnis haben, eben diese Daten zusammenzuführen in einer Akte. Okay, also das ist nicht zu realisieren und da frage ich mich natürlich, warum sitzen wir denn jetzt hier zusammen, wenn es sowieso nicht funktioniert? Weil es funktioniert, wenn man erstens der Erstbesitzer ist oder aber von den Vorbesitzern, wie gerade geschildert, die Autorisierung hat. Und ich denke da an den Fall meines Vaters, als der verstorben ist. Der hat sein Auto, oder wir haben dann sein Auto weiterverkauft und konnten in einem Leitsordner alle Dokumente mit übergeben. Das war übrigens auch der Initialfunke für mich damals, so etwas auf EDV-Beine zu stellen. Also der Startpunkt von Carpass. Genau, das war damals so. Und dann, ich komme aus dem Bereich EDV und dann habe ich gedacht, okay, das könnte ja interessant sein, beziehungsweise warum gibt es das eigentlich noch gar nicht? Mittlerweile weiß ich warum, weil die FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer, die steht überall drin, ist eine 17-stellige Zahl, die unterliegt dem Datenschutzgesetz. Und das wird auch stark kontrolliert, beziehungsweise ist nicht ohne weiteres möglich, dass man einfach über die FIN Informationen zu Fahrzeugen aus den unterschiedlichen Quellen eben in eine Akte zusammenführt. Nun ist es ja so, dass seit einiger Zeit die FIN von jedem leicht zu erkennen ist. Man kann, wenn man auf der Fahrerseite in die Windschutzscheibe guckt, steht in aller Regel da so ein kleines Schild und da steht die FIN. Genau. Und es gibt im Internet Tools, wo man die FIN eingibt und dann kriegt man zum Beispiel den Serienauslieferungszustand eines Autos. Darüber wird ein Fahrzeug identifiziert. Ja. Solange das so gemacht wird, ohne dass personenbeziehbare Daten mit hinterlegt werden und das anonymisiert ist, dann ist das eine rechtliche Grauzone. Wir haben also selber Datenschützer und Experten beauftragt, die das geklärt haben. Wir haben sogar eine Anfrage am Bundestag gestellt, eine kleine Anfrage, wem gehören eigentlich die Fahrzeugdaten, weil wir genau das Thema haben wollten. Und es ist im Grunde genommen eindeutig, und die Politik gibt uns da auch recht, die Fahrzeugdaten gehören dem Halter. Und die FIN ist übrigens genau wie auch das Autokennzeichen, das Kfz-Kennzeichen, ein personenbeziehbares Datum. Weil mit dem Kennzeichen, ich sehe da eins, MCE675H, das habe ich jetzt so leichtfertig mal daher gesagt. Da vorne steht ein Opel Manta, ja. Das dürften Sie rein theoretisch gar nicht benutzen, beziehungsweise wenn Sie das jetzt verwenden, um eine Halteranfrage zu starten beim Kraftfahrtbundesamt, dann sagen Ihnen die Herrschaften dort, dazu geben wir Ihnen keine Auskunft. Es sei denn, Sie sind vielleicht ein Anwalt oder Sie sind eine Behörde. Dass oder Sie haben sagen, ein berechtigtes Anliegen. Oder haben ein berechtigtes Anliegen. Da kann ich Ihnen aber auch sagen, das haben wir ja auch gefragt, wenn Sie das
dieses berechtigte Anliegen öfter im Jahr vorbringen, dann erhalten sie auch keine Informationen mehr, sondern im Gegenteil, dann kriegen sie vielleicht Besuch oder einen netten Brief. Und in dem mal nachgefragt wird, was man damit will. Genau. Kommen wir da mal zu Carpass jetzt. Genau. Die Schwierigkeiten, die es wenigstens in Deutschland gibt, ja, verhindern ja bislang jedenfalls, dass man, wenn man sich für ein gebrauchtes Fahrzeug interessiert, die Geschichte dieses Autos vollumfänglich oder wenigstens weitgehend nachrecherchiert. Interessant, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Tachostand, mit der Laufleistung. Ja, absolut. Was unterscheidet denn oder was macht Carpass denn jetzt so attraktiv, dass es an diesen ganzen Klippen vorbeischifft? Okay. Also wir haben natürlich, wir sind 2006 mit der Idee unterwegs, haben das Ganze auch europäisch gedacht, deswegen den Namen, von dem Sie vorhin sagten, Carpass, heißt Autoausweis, genau das war der erste Gedanke. Und wir sind natürlich 2006, 2007 haben wir eine Tour durch Deutschland gemacht, wir sind immerhin innerhalb Europas die Automobilnation. Und wir waren bei VW, Mercedes, BMW, bei allen und haben uns vorgestellt, haben gesagt, wir wollen so etwas machen. Und wir merkten, okay, da gibt es so Interesse und, vielleicht auch mal Informationen zu Autos zu haben, die älter sind und nicht mehr in der herstellereigenen Werkstatt. Das war alles da, aber es fehlte so letztendlich so der Funke, wo man sagt, okay, da kommt was. Denn letzten Endes haben die Hersteller schon Interesse daran, dass die Informationen, die zu jedem Auto, das sie mal gebaut haben, so ein bisschen bei ihnen bleiben. Nicht? Absolut. Weil das ja viel Geld wert ist. Ja. Wenn Sie das Wort Big Data und Automotive im Internet googeln, dann finden Sie alle Unternehmensberatungen dieser Welt mit ihren Kürzeln, die darüber Studien angestellt haben, wie viele Milliarden man damit in den nächsten Jahren verdienen kann. Das mache ich aus Spaß auch mal immer, um zu gucken, ob eine neue Studie dabei ist. Aber da haben Sie recht. Und das Problem ist nur ganz einfach, dass die Hersteller aktuell so verfahren, dass, ich will jetzt weder Rost noch Reiter nennen, sondern einfach, da kaufen Sie ein neues Fahrzeug und in den sehr umfangreichen AGBs auf Seite 17 im Kleingedruckten, was ich ohne Brille gar nicht lesen kann, da müsste ich ein Handyfoto machen und das vergrößern, steht dann, dass ich auch automatisch alle Daten, die mein Fahrzeug produziert, weil neue Autos heutzutage haben alle möglichen Assistenzsysteme, die haben in der Regel auch eine Datenkarte verbaut, das heißt, die senden schon quasi nach Hause. Das Auto ist ein selbstfahrender Sensor, wenn man so will. Das Auto ist ein fahrender Computer. Das ist noch viel, viel schlimmer, weil mit einem fahrenden Computer haben sie all die Probleme, die sie mit einem stationären Computer zu Hause auch haben. Nur wenn die bei 180 auf der linken Spur auf der A5 auftreten, dann haben sie vielleicht ein Problem. Ja, das ist nicht nur und so schnell kann auch niemand reagieren. Das ist kein Bluescreen, sondern unter Umständen. Da gibt es kein Bluescreen. Da gibt es dann irgendwann eine falsche Reaktion. Vielleicht löst ein Airbag aus. Bei 180 auch kein Spaß. Ich meine, ist sowieso kein Spaß. Aber oder Lenkradschloss rastet ein oder irgendetwas passiert, wo Sie mit nicht rechnen. Was den gut, okay, zurück zu Carpass. Genau. So, und wir haben gesagt, okay, die Hersteller wollen eben nicht so an der Idee mitwirken. Also haben wir gesagt, okay, wer hat denn eigentlich die Daten heute? Haben das alles aufwendig geprüft, lang mit den Datenschützern gesprochen in Bonn, in Berlin, mit den Verbraucherschützern und haben dann gesagt, okay, das sind die 51 Millionen Halter da draußen, die letztendlich so etwas brauchen. Das ist der Datenausweis für ein Auto, weil wenn ich den habe, dann kann ich ganz genau über diesen Datenausweis mich zum einen als Halter, als Besitzer der Datenhoheit legitimieren und gleichzeitig alle anderen, auch die Herstellerinteressen zum Beispiel, wahrnehmen und auch sagen, okay, du lieber Hersteller kannst ja gerne auf meine Daten zugreifen, aber beteilige mich doch bitte. Und das ist dann natürlich mehr als die Zulassungsbescheinigung Teil 1, denn damit kann man sich ja auch als Halter des Fahrzeugs ausweisen. Da sind Sie nur als Halter ausgewiesen, aber Sie haben, was wir ja machen, das war ja die Ausgangssituation oder die Eingangsfrage. Letztendlich ist es ja so, dass wir eine digitale Fahrzeugakte anlegen und die Basis dafür ist der Datenausweis fürs Auto, eben der Carpass. Auf den Carpass aufbauen sind wir im Rahmen der übrigens ab Mai nächsten Jahres geltenden europäischen Datengrundschutzverordnung. Die gilt ab 2018 Mai. Dann können Sie zum Beispiel jetzt können Sachen wie Cookies und so weiter schon als personenbeziehbare Daten hinterlegt werden und man kann Rückschlüsse auf Ihre Person schließen. Okay, und wenn man Carpass hat und wenn man den Carpass der hat, ja offenbar kompatibel ist mit der demnächst Gesetzeskraft erlangenden zum einen ist Richtlinie, der gesetzeskonform. Dann hat man jederzeit Zugriff auf seine eigenen Fahrzeugbezogenen. Nur der Halter selber hat Zugriff auf seine Daten.
niemand sonst, es sei denn, Sie als Halter gehen, wir haben einen eigenen Bereich, wo Sie sich einloggen können, ganz normal, wie man es so kennt. Sie gehen in Ihren Admin-Bereich Ihres Fahrzeugs und dann können Sie Zugriffe quasi verwalten. Das heißt, Sie können sagen, meine Stammwerkstatt, die kriegt Zugriff auf meine Daten, weil das macht ja Sinn. Vielleicht mein Mobilitätsdienstleister, also mein Automobilclub, der kriegt Zugriff auf die Daten, weil das macht Sinn. Und ich kann auch jederzeit, das kann man über eine App steuern, jederzeit den Zugriff wieder entziehen oder neu vergeben und auch beliebig vielen. Hört sich sexy an. Carpass. Was muss man tun, um so ein Ding zu kriegen, auch jetzt schon? Wie heißt die Internetadresse für die Information? Das ist www.k-pass.de und da können Sie sich jetzt schon registrieren. Und ab 15. November werden wir dann in die Auslieferung gehen. Wir haben auch schon den einen oder anderen großen Vertriebspartner gewonnen, die dann mit uns in die Werkstätten gehen, genau da an den Puls, an den, ne, wo man hin Super. Muss. Super. Und dann wird die Datenzukunft weit und offen. Herr Stein, herzlichen Dank. Gerne. Ja?